Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute schauen wir uns die Sonnenfinsternis vom 8. April an. Also am 8. April findet ja die Sonnenfinsternis statt, die sehen wir hier nicht bei uns, aber in Amerika wird sie sichtbar sein, wirkt aber dennoch natürlich auch in unseren Graden. Mir geht es jetzt weniger darum zu sagen, okay, welche weltpolitischen Ereignisse könnten damit verknüpft sein mit diesen Konstellationen, die wir haben, sondern mir geht es vor allem natürlich auch um dich, um dein individuelles Sein und was du auch machen kannst in dieser Zeit und zwar möglichst klar, möglichst konkret, möglichst geerdet und wenig abgehoben. Denn wir können jetzt natürlich sagen, oh Gott, die Welt geht unter aufgrund einer gewissen Konstellation oder die Welt wird immer schlimmer, aber am Ende des Tages dreht sich die Welt weiter und die Welt wird uns alle überleben. So wird es ausschauen, jedenfalls in meiner, oder so schaut es aus, jedenfalls in meiner Realität. Also die Welt wird weiter bestehen und wir werden hoffentlich noch lange weiter bestehen und gegenseitig uns folgen auf YouTube vielleicht oder uns kennenlernen. Aber im Großen und Ganzen sollte alles weitergehen. Das einmal vorneweg. Und jetzt schauen wir uns wirklich mal die Heftigkeit dieser Konstellationen an, wie das denn wirkt und wie ich das auch sehe. Wie gesagt, wir haben diese Sonnenfinsternis am 8. April, genau um 20.20 Uhr, unsere Ortszeit. Das heißt, 20.20 Uhr, Sonne steht woanders nicht bei uns, deshalb sehen wir sie nicht. Es gibt ja immer zwei Finsternisse im Jahr. Das ergibt sich einfach aus der astronomischen Konstellation und im Prinzip ist ja so eine Sonnenfinsternis ein Neumond. Ja? Und dieser Neumond hat halt eben jetzt wirklich diese Qualität, dass es eben als Sonnenfinsternis auch auftaucht. Und jetzt schauen wir uns das einfach einmal an, was es denn bedeutet. Wichtig ist einmal zu sagen, diese Sonnenfinsternis spielt sich im Zeichen Widder ab. Und die Sonne steht im Widder, wenn du Widder bist, hast du jetzt Geburtstag. Und das bedeutet einfach mal, wir sind in dieser Sturm- und Drangzeit, wir sind in dieser Frühlingszeit, ja, also die Pflanzen sprießen aus dem Boden, alles blüht auf, weiß nicht, also bei uns in Linz ist es ja überall alles voller Blütenstaub und überall die Farben des Frühlings brechen hervor. Es ist einfach diese Widderzeit. Und die Sonne im Widder, in dieser Widderenergie, will ja einfach nur mal nach vorne stoßen, was Neues auftun, also neue, frische Energie reinbringen, neue Projekte angehen. Und der Mond in dieser Energie, na, die Sonne fühlt sich wohl, Feuer, ne, Feuer zu Feuer. Und der Mond, der eher fürs Gefühl ist, in der Widderzeit, ist natürlich eher unruhiger, ist eher gestresst, ist eher aufgebrachter. Ja. Und hadert vielleicht auch mit Dingen, wo er in alten Dingen feststeckt. Also das kann schon sein, wo man sagt, ich möchte emotional mich einfach weiterentwickeln. Und auf jeden Fall, diese Konstellation haben wir jetzt eben im Zeichen Widder. Und das führt zu dieser Eklipse. Ja, und was spielt denn da noch alles mit? Interessant ist auf jeden Fall, dass der rückläufige Merkur in Widder auch damit spielt. Er hat eine Konjunktion zu Sonne und zum Mond. Rückläufiger Merkur, mir ist jetzt aufgefallen, vor ein paar Tagen bin ich nach Deutschland rausgefahren und eine Strecke, die ich sehr häufig fahre. Und es war wirklich so, dass ich glaube, 5 oder 6 Autos am Straßenrand gestanden sind, wirklich mit Pannen. Also keine Unfälle in dem Sinne, aber mit Pannen einfach. Also rückläufiger Merkur wirkt sich natürlich auf Maschinen aus, wirkt sich aus bei Verträgen, also da einfach ein bisschen aufpassen, vielleicht auch bei zu optimistisch abgeschlossenen Verträgen. Optimistisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wenn man sagt, da kommt eine neue Chance und da kann es sein, gerade bei neuen Chancen, dass es irgendwie vielleicht Missverständnisse gibt oder dass man da ein bisschen einfach darauf achten sollte. Und natürlich eben mit Merkur in Mars, also man kann sich ja vorstellen, die Mechanik plus Energie, dass man sagt, nicht so schnell Autofahren, aufpassen im Straßenverkehr, aufpassen beim Bedienen von Maschinen, das sind natürlich Unfallhäufigkeiten, ja, und natürlich auch eine Zeit, wo man sich leichter mal verzettelt, wo man vielleicht einmal sich auch ja, zerstreitet, kann man sagen. Also wenn eben der Merkur, der ja auch für die Kommunikation steht, da einfach rückläufig ist, das heißt, da gibt es einfach diese Energie, der steckt das oft in der Kommunikation. Wir teilen uns vielleicht nicht ganz so gut mit und es gibt vielleicht das Potenzial, nicht vielleicht, es gibt das Potenzial zu Streit natürlich. Und da kannst du aufpassen. Also einfach, bevor du mit der Tür ins Haus fällst oder bevor du jetzt sagst, ich positioniere mich jetzt und setze mich jetzt durch und das gehört jetzt mal gesagt und jetzt reicht es mir,
Einfach mal eher tief ein- und ausatmen und die ganze Sache ein bisschen zurücknehmen auch und ein bisschen runterkommen. Denn diese ganze Konstellation spielt sich ab bei uns, also dieser Batzen von Sonne, Mond und Merkur spielt sich immer ab im Widderzeichen und bei uns im mitteleuropäischen Raum im Sechserhaus, das heißt eben im Arbeits- und Alltagshaus. Das heißt einfach wirklich in deinem Alltag, ja, sei einfach bewusster, sei einfach ein bisschen klarer und nimm dich da ein bisschen mehr raus. Wer ja auch noch im Widder steht, ist ja die Venus. Ja, die steht ja auch noch da, sieht man da im Stehen, die ist im Fünferhaus und die Venus hat ein Halbquadrat zu Jupiter Uranus. Und Jupiter Uranus ist ja, bevor wir jetzt einmal zu dem unter Anführungszeichen schwierigeren Konstellationen kommen, Jupiter Uranus ist ja an sich eine sehr optimistische, eine sehr optimistische konjunkturelle Glückskonstellation, kann man sagen. Und das trifft sich im Hause Stier. Jetzt ist Stier ja an sich so das Materielle und so wie es steht bei uns im Horoskop, mitteleuropäisch jetzt, ist es eben, spielt sich das im siebten Haus ab, also das, was uns begegnet. Und das, was uns begegnen kann, ist immer ein anderer Mensch, ja. Oder natürlich eine andere Idee. Und da kann es jetzt sein, dass man wirklich jetzt schaut, wie soll ich denn mich jetzt finanziell aufstellen? Was soll ich denn vielleicht jetzt für Geschäfte machen? Was soll ich denn vielleicht auch tun, arbeiten? Wie stelle ich mir denn das vor? Und das wäre da, denke ich, eine gute Zeit, da einen frischen Wind, einen neuen Wind reinzubringen. Uranus will ja auch was verändern, ja. Und dass sich da vielleicht gute, glückliche Gelegenheiten auftun. Auf der anderen Seite kann das auch sein, dass du mit absoluter Übertreibung konfrontiert wirst. Das heißt, wenn man vielleicht merkst du, dass Leute fast wie ein bisschen manisch werden oder überdrüber werden, ein bisschen übertreiben, vor allem auch in Kombination mit Jupiter in der Religiosität. Ja, also, dass da wirklich so diese Übertreibung auch stattfinden kann. Mit Stier ist es natürlich auch die Übertreibung. Über die eigenen Grenzen gehen, ist natürlich auch im negativsten Sinne dieses Kriegsgeschehen, das da auch noch einmal mehr befeuert werden kann. Kann aber auch bedeuten, eben, dass man nicht alles optimieren sollte, dass man nicht in allem übertreiben sollte. Also alles, zum Beispiel, ich muss jetzt nur mehr Gesundes, ich lasse Zucker weg, Alkohol weg, Fleisch weg, ich lasse jetzt alles auf einmal weg. Also solche Übertreibungen im Lebensstil, Modifikationen könnte ich mir da auch vorstellen, dass man da ein bisschen so aufpassen sollte und nicht übertreiben sollte einfach. Also alles besser im Sinne alles besser machen wollen und dann eigentlich alles verschlimmern. Da fällt mir auch natürlich ein, der ganze Umweltschutzgedanke, wenn man sagt, okay, da übertreibe ich vielleicht, vielleicht ist der Preis höher von der guten Idee, ja, den ich zu zahlen habe, als die Idee es wert ist oder als eigentlich die Idee hergäbe. Ne? Aber das ist eben so Jupiter Uranus, schauen wir da nochmal rein, also Jupiter Uranus im Stier und im Siebener Haus, das begegnet dir eben. Wenn du jetzt gerade anfällig bist auf sagen, ich muss mein Leben ändern und alles muss jetzt besser werden sofort, dann einfach die Kirche im Dorf lassen. Also das würde ich dir da empfehlen. Also du siehst, wir haben da wahnsinnig viel Energie und die Venus, die sich ja eigentlich wohlfühlen möchte, die ja auch unsere ästhetische ist, unsere Begegnungsherrin, sage ich mal, Herrscherin mit der Waage auch, die ist eben mit Jupiter Uranus da sehr unter Beschuss und sehr im Stress mit einem Halbquadrat. Also das macht auf jeden Fall Stress und das könnte man natürlich auch beziehen auf die Beziehung im Alltag, dass ich sage, es muss jetzt alles besser werden. Und da warne ich jetzt auch aus meinem Background her, auch aus meinem energetisch-therapeutischen Background warne ich davor, einfach immer zu hinterfragen, jetzt Beziehungen, gibt es nicht was Besseres für mich? Das ist eigentlich eine K.O.-Frage, Todesfrage für alle Beziehungen. Und das ist eben immer so dieser Punkt, den ich mir auch vorstellen könnte unter dieser Konstellation, also mit Uranus, Jupiter und dann die Venus im Stier und dass man sagt, ja, ich bin unzufrieden in einer Beziehung, zum Beispiel in meiner Beziehung, im Alltag gibt es nicht was Besseres. Und das könnte da einfach zu einer Übertreibung oder zu einer Frustration führen. Frustration, warum? Weil man es ja sowieso nicht ändert. Das heißt, wenn du da jetzt so Fragen hast, gibt es nichts Besseres für mich, dann einfach mal noch einmal
diese Frage bringt dir nichts, wenn du nicht bereit bist, auch wirklich was zu ändern. Und das ist eben so diese Aktion, die da oft gefragt wird. Im Positiven kann man sagen, ich ändere auch das, was mich dann stört. Ja, aber das hängt da auch drinnen in diesem Horoskop. So, also das wären einmal so diese Ballungen auf Venus und Merkur, ne, die persönlichen Planeten, Sonne, Mond. Und jetzt haben wir natürlich noch den Mars. Und der Mars ist ein bisschen ein, ja, Sorgenkind in dieser Mondfinsternis, während dieser Mondfinsternis, denn der Mars hat eine Konjunktion, also das zusammen mit Saturn im Zeichen Fische. Ja, und das ist natürlich schon etwas, wo Druck und Brodeln passiert. Stell dir einfach mal vor, der Mars als Herrscher des Widders will nach vorne. Und der Saturn sagt, stopp, nein, tu das nicht. Das heißt, er schränkt ein. Das ist so eine, ja, wie bei einem Kelomat, wie bei einem Druckkochtopf. Also da baut sich einfach Druck auf. Ja? Und das Blöde, der Druck, der sich da aufbaut, ist bei uns in Mitteleuropa im fünften Haus. Das heißt, es wirkt eigentlich in der Lebensenergie. Ja? Und steht wiederum im Fische. Das heißt, das ist etwas im Inneren. Ja? Im Inneren baut sich da Druck auf. Jetzt einmal auf dich persönlich bezogen. Und da kann es eben sein, dass eine massive Unruhe und Frustration hochkommt. Und das gepaart mit diesem rückläufigen Merkur kann es eben wirklich so sein, dieses Gefühl, alles ist aus, alles zerfällt, alles ist schrecklich. Also man hat quasi wirklich statt der rosaroten Brille die dunkelschwarze Brille auf. Also die dunkelschwärzeste Brille überhaupt, die man sich vorstellen kann. Und man sieht eigentlich dann wenig Zuversicht und wenig Hoffnung. Im Positiven würde das bedeuten, teile dir deine Kraft so ein, deine Grundenergie so ein und auch deinen Selbstausdruck auf das ein, dass du sagst, vermeide Streit, ist das, was du sagen willst, hundertprozentig wichtig für das, was es jetzt bedeutet, wie weitfristig ist denn das gedacht, was du jetzt ausdrücken willst. Ja? Denn das sind oft so Fundamentalisten-Streits auch. Also wenn man sagt, der Fisch ist so das Jenseits und man möchte das irgendwie ausdrücken, ja, oder das eigene Wirkliche ausdrücken, dann kann das sein, dass das irrsinnig dogmatisch rüberkommt und dass das eher ein bisschen ja, belehrend vielleicht auch rüberkommt oder auch ein bisschen aggressiv rüberkommt. Das heißt, das ist wirklich so dieser Ausdruck meines Inneren, da muss ich einfach aufpassen und für mich einmal abklären, wie wichtig ist denn das, dass ich meine Wirklichkeit jetzt dem Gegenüber ausdrücke. Ne? Der Selbstausdruck kommt eben über dieses fünfte Haus, über dieses Löwehaus. Und da geht es eben darum, da will das Wirkliche ausgedrückt werden. Aber es ist auch der Kampf mit sich selber. Also, was unterdrücke ich von mir, was drücke ich aus? Also mit Saturn. Und da will vielleicht auch etwas, das man sich lange schon runter, dass man lange runterschluckt, kann auch sein, dass es hervorbricht, jetzt auf der individuellen Ebene. Jetzt im schlimmsten, also im Worst-Case-Szenario, ist natürlich diese Konstellation. Das glaube ich aber nicht, dass es das ist, weil Fische ist eher, wie gesagt, das Jenseitige, aber man könnte auch sagen, okay, das ist das, was ganz weit weg ist. Ja? Also so ein bisschen so dieses Spirituelle, dass man sagt, okay, da gibt es weitere Konflikte, da gibt es weitere ideologische Konflikte. Und das würde natürlich mit Jupiter, Uranus zusammenpassen, dass man sagt, da schaukelt sich Kriegsgeschehen jetzt noch einmal hoch. Beziehungsweise werden Kriege auch im Geheimen geführt. Das heißt, diese so Geheimoperationen, Geheimdienstgeschichten, das ist etwas, was da jetzt aktiv wird und was sich da auch zeigt während dieser Mondfinsternis, dass da vielleicht na, im Hintergrund so Ränke geschmiedet werden, die jetzt eher kriegerisch gedacht sind, eher das Kriegsgeschehen befeuern. Und das könnte man sich natürlich da auch vorstellen. Aber wie gesagt, für dich selber heißt es einfach, acht einfach drauf, was trägst du in dir und darauf eben deine Wirklichkeit ein bisschen für dich zu behalten, für dich zu klären auch. Also das, was in dir wirkt. Ja, und dann haben wir noch den letzten Big One, den Pluto, der ist ja im Wassermann und der macht ein Sextil zur Venus hin. Das heißt einfach, das ist so diese Transformation zur Beziehungsebene, die ist da auch aktiv. Und noch einmal dieser Wunsch, vielleicht aus alten Mustern auszubrechen, also der könnte da schon ganz stark sein. Und der Wunsch nach etwas Neuem.
Und die Frage ist natürlich, wenn man das jetzt so bezieht auf etwas Globales, ja, dass man sagt, das globale Klima, wenn man, ne, sowas gibt, nehmen wir mal an, es gibt ein globales Klima, es gibt einen Weltengeist, und der ist gerade unter Druck, dass man sagt, die Wirklichkeit des Weltengeistes gehört geändert, das Innere des Weltengeistes will sich transformieren. Und vor allem im Seelischen spielt sich da ganz viel ab. Was nach außen kommt, jetzt rein von diesem Horoskop aus gesehen, dieser Sonnenfinsternis, was wir da sehen, das alles spielt sich, wenn du dir das Horoskop anschaust, unten im Seelischen ab. Ja, also das ist alles eigentlich so Innerliches, Seelisches, ja, was da vielleicht ausgedrückt werden will. Aber das sind noch keine aktiven, konkreten Themen. Ja, weil konkret manifestieren würde sich da unter diesem Aszendenten eigentlich die Waage, das heißt, das wäre wieder der Ausgleich, ja, was manifestiert sich konkret? Und das wäre dann einfach, dass ich sage, ein gewisser Stress manifestiert sich. Also die Waage mit Herrscherin Waage, also Herrscher von 1, ist an der Spitze vom Sechserhaus, also das, und im Widder, das wäre für mich einfach Stress oder etwas Neues. Da formt sich etwas Neues, ein Neubeginn manifestiert sich, kann man sagen. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie definiere ich Neubeginn? Ja? Also Neubeginn haben wir theoretisch in jeder Sekunde, können wir in jeder Sekunde einen Neubeginn machen. Da brauchen wir jetzt nicht auf den Kosmos warten, sondern du kannst jetzt sofort alles im Prinzip ändern. Wenn man jetzt sagt, okay, was begegnet dir denn wirklich? Also was begegnet dir denn für eine Idee? Dann ist das an sich eben auch noch einmal mit dem Widder sehr, ja, energiegeladen, definitiv. Ja, energiegeladen. An der Spitze zum siebener Haus ist der rückläufige Merkur. Das heißt, da ist irgendwo so dir begegnet das erste Mal der Wunsch, vorwärts zu kommen, aber der ist ausgebremst mit dem rückläufigen Merkur. Und dann haben wir aber eben dieses Jupiter-Uranus-Gespann, was ich eben schon gesagt habe. Also das könnte eben dieses Übertreibende sein, das könnte sein, dass man eben auch sagt, okay, da könnte sich auch eventuell am Finanzsektor etwas tun mit Jupiter-Uranus, ja, dass man sagt, okay, Inflation weniger oder es gibt wirklich dann, es bricht etwas weg oder es fällt etwas weg, das eigentlich dann auch wieder am Ende des Tages positiv zu werten ist. Aber wie gesagt, die Sonnenfinsternis per se spielt sich alles jetzt bei dir auch im Seelischen ab. Also dieser 8. April ist auf jeden Fall ein innerlicher Prozess in erster Linie. Und deshalb lade ich dich ein, schau mehr nach innen in dieser Zeit um den 8. April rum und die nächsten 2 Wochen und weniger ins Außen. Lass dich nicht vom Äußeren, denn das ist ein Kasperltheater, das ist chaotisch mit Uranus, Jupiter ist das einfach, das kannst du nicht so ganz ernst nehmen. Das ist der Kasperl verkleidet als Glücksbringer. Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen und da musst du einfach schauen, dass du eher bei dir bleibst. Und dann wird sich die Welt da auch weiterdrehen. Und das ist auch völlig piepegal momentan, was jetzt mit den USA ist oder was sich in der Welt generell abspielt. Es geht immer um dich und um deine Entscheidungen. Und wenn du keinen Krieg möchtest und Frieden willst, dann kämpfe nicht. Kämpfe weder gegen dich, kämpfe auch nicht gegen andere, sondern schau, dass du bei dir bleibst und klar in deiner Mitte bleibst und bitte lass dir keine Angst machen durch irgendwelche sensationellen Meldungen, was denn jetzt bitte alles dieses besondere Datum wäre, denn am Ende des Tages dreht sich die Welt weiter und das heißt nicht, dass immer alles schlimmer wird, denn mit allem, was schlimm ist, schau raus. Die Natur funktioniert, der Frühling funktioniert, die Welt dreht sich eigentlich weiter und du kannst sie weit mehr genießen, wenn du weniger Stress hast. Auch wenn das in dieser Zeit unter diesen Vorzeichen eine Aufgabe ist, definitiv, aber da kann man ja natürlich dran arbeiten. Gut, ich hoffe, ich habe dir jetzt zum 8. April, zu diesem magischen Datum, das mitgeben können, was aus meiner Sicht jetzt mal wesentlich ist. Und ja.
bedanke mich herzlich, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist, und freue mich natürlich auch immer über deine Kommentare, deinen Daumen hoch, teile das Video, und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, entweder im wunderschönen Linz, live bei mir bei einer Sitzung oder auch per Zoom bei einem Termin oder natürlich auch wieder beim nächsten Video hier am Kanal. Also, alles Gute, eine schöne Eklipse, ne, am 8. April, auch wenn wir sie jetzt nicht sehen werden. Falls du in Amerika sitzt, wirst du sie ja wahrscheinlich mitbekommen. Und dann bis nach der Eklipse. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Reini. Tschüss.